Moin, moin! Hier ist wieder euer Robin für euch. Was soll ich sagen? Wir haben in der letzten Folge unsere Führerscheine abgeholt und so. Sehr schön. Und in gut 12 Minuten fangen wir dann quasi auf oder an, ja, ich mache mir lieber das Navi an. So, jetzt ist die Frage, warten wir jetzt hier? Oder fahren wir nochmal zu den Stadtwerken? Ja. Was ich ja nicht verstehe. Sind die denn jetzt richtig? Januar 17. Ja. Wird schon passen. Ne, es geht darum. Wir wollen hier quasi unsere Weihnachtsdeko aufhängen. Aber ich glaube, bei dem Wetter eher nein. Aber gut. So, dann schauen wir mal.
Ob die Kollegen schon da sind? Ich glaube nämlich nicht. Ich bin mal auch gespannt, ob die pünktlich um 17 Uhr in 7 Minuten da sind. Okay, ich weiß nicht, warum sie Führerschein B nicht geändert haben, aber gut. So. Oh, seit wann ist denn hier eine Brandmeldezentrale? Ne, jetzt sind die Feuerwehrlaufkarten, aber. Sehr schön. Hier hinten war ich, glaube ich, noch nie drin. Oder kann mich halt nicht dran erinnern. Stimmt die Uhrzeit? 5 vor 5. Ah, scheint zu stimmen. Gut. Jetzt werde ich noch mal schnell nachgucken. So. Gut. Aber offiziell hat sich da jetzt nichts getan. Das heißt 17 Uhr in gut 3 Minuten. Ich weiß halt nicht, wann die anderen kommen. Oh, seit wann ist denn da oben eine Dachterrasse? Die habe ich ja noch nie wahrgenommen. Mit dem Baum da oben. Aber gut. Ist natürlich für euch jetzt gerade ein bisschen langweilig. Aber wenn 17 Uhr, dann 17 Uhr. Ja. Ich könnte natürlich die Aufnahme noch mal neu starten, aber warum? So, gleich gibt's noch mal 500 Geld. Dann habe ich die 700 Euro wieder raus. Oh, ich habe Hunger. Jetzt ziehen wir uns schnell mal eine Pizza rein.
Hier war uns nochmal eine Fanta rein. Gut. Ich weiß, die Uhr ist jetzt hinter der Webcam, aber ich wüsste nicht, wo ich sie hin platzieren könnte. Weil da steht jetzt auch nichts Interessantes dran. Hier war ich auch noch nie drin. Jetzt bin ich gleich mal gespannt, ob um 17 Uhr jemand pünktlich da ist. Na, ich meine, hier ist die Weihnachtsdeko drin. Die Absperrbacken haben wir ja hier selber hin drin. So, jetzt haben wir 16:59 Uhr. Ich weiß, ihr wartet jetzt auf 11, seit 11 Minuten, dass was passiert. Aber hätte ja sein können, dass einer von den Kollegen früher kommt. Ich denke mal, ich bin noch alleine im Dienst. Ich kann euch auch sagen, ich werde auch nur bis 20 nach 5 warten. Ist um 20 nach 5 keiner der Kollegen da? Dann ist das so. Ich weiß halt nicht jetzt, was ich machen soll. Fucking cocksucker! You're dead, Buddha! Moin! Hallihallo. Fritz Tanni hier. Mich hat gerade ein Kopfloser angegriffen. Jetzt habe ich einen Puls von 87. Schnelles Herzrasen. Ich weiß nicht, ob ich eine Blutung oder so habe. Jetzt liegt er hier vor mir. Ich wollte eigentlich nur ein Autofahrzeug bei den Stadtwerken ausparken. Haben Sie ein RTW frei? Okay. Das kriegt man eigentlich hin. Sollte man hinkriegen.
Bluten Sie? Aber bis jetzt noch nicht gesehen. Ich hatte halt starkes Herzrasen. Dieses Buff, 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 Buff. Mhm. Auf meine Uhr steht ein Puls von 87. Der ist auf jeden Fall gesunken. 87? Ja. Das ist eher ein bisschen in die Höhe geschossen. Na. Wie ist okay. denn der Name? Fritz Tanne. Okay. Ja. Gut. Ich werde mal was losschicken zu Ihnen. 796 direkt da bei hinten bei den Stadtwerken. Bis gleich. Ja, okay. Ciao. Ja, okay. Danke, tschüss. Okay. Microphone muted. Microphone activated. Ihr habt es ja selber gesehen. Ich wollte eigentlich nur dahin gehen. Er hat mich, ich habe ihn ganz leicht angerempelt und er wurde hochgradig aggressiv. Ich weiß nicht, was ich aus dieser Folge machen soll. Weil wir haben es jetzt 17:06 Uhr. Die Aufnahme läuft seit 20 Minuten. Und es ist nichts passiert. Aber gut. Aber was willst du machen? Früher konnte man auch selber nachschauen, ob man krank war oder Blutung hatte. Aber... Mal eben schnell gucken. Das läuft. Oh, Hilfe! Haben Hallo. Sie mich hier?
Haben Sie mich erschrocken? Ich habe Sie von da erwartet. Gut, es geht um den Mann. Ich wollte eigentlich nur zum Tor, ins Tor reingehen. Ich habe ihn leicht angerempelt. Er hat mich dann versucht zusammenzuschlagen. Und dann lag ich hier, ich glaube so 30 Sekunden, konnte dann wieder aufstehen. Herzrasen ist jetzt auch weg, aber ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher, ob ich so arbeitsfähig bin. Weil den Helm hat er mir auch vom Kopf geschlagen. Dann gucken wir mal. Also Herzrasen ist weg, das ist schon mal gut. Ja. Ja. Gucken wir, gucken wir. Setzen Sie sich einfach mal hin. Na, ich wollte mich sogar hinsetzen, aber geht körperlich gerade nicht. Na, okay. Ja, ein bisschen niedriger Blutdruck. Also war es gut, sie zu rufen. Das ist gut. Ne, ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich jetzt direkt zum Arzt hochfahre. Weil ich warte eigentlich noch auf meine Kollegen und wollte da oben eigentlich auf die Terrasse. Na gut. Und dann stand der junge Mann da und ich habe ihn nur leicht berührt, weil ich die Garage aufging. Ja. Ja. War da ein paar Mal zugeschlagen. Ja. Dann tut's einmal ganz pieksen. So. Eine Infusion muss einmal durchlaufen Alles gut. und dann. Ja, dann wird es wieder. Ja, ich denke mal. Ja. Eigentlich wollte ich keine Steckerei heute anfangen, aber der ging direkt auf mich los, der Kollege. Also. Ja, alles gut. Ja. Sehr schön. Sie wollten fragen, ob ich noch Schmerzen habe. Nein. Okay, und Vorerkrankung? Boah, das hat jeder gefragt. Ich weiß es halt echt nicht. Ich glaube Okay. nicht. Sie sind der Herr Tanner. Nehme ich mal an, dass ich der Tanne bin. Dann denke ich mal. Gucken wir mal, ob da was hinterlegt ist bei Ihnen. Da. Mustermann. Ach, gibt's auch eine Musterfrau? Weiß ich tatsächlich. Okay. Der liegt ist gar nichts, dann ist ja alles gut. Sehr schön. Gut, dann lass die Infusion noch durchlaufen. Ja, und dann denke ich mal, läuft es auch wieder. Ah, Ja, ich hoffe so. mal, der hat mich nicht auf den Kopf getroffen, weil der hat mir den Helm runtergeschlagen. Ich hatte bis vor 20 Minuten Ich noch einen Helm auf. glaube, da haben sie den haben sie einfach nicht so festgezogen, nehme ich mal an. Ne, der war locker. Ja, meine ich ja. Sehr schön. Gut. Bewegt sich das Ganze doch in Richtung Normalbereich? Nee, der Puls war wirklich, also ich habe auch kurzzeitig schwarz gesehen. Da habe ich gedacht, ah, der hat gut getroffen, der Kollege. Ja, wahrscheinlich war wahrscheinlich erstmal der Schmerzimpuls. Wahrscheinlich. Gut, ja. Minimal unter. So. Ist jetzt nichts. Dann nehme ich aber den Zugang raus und dann Dann würde ist ich sie alles vor gut. Ort. Dann würde ich sie vor Ort als. Ich denke auch. Ich sag mal so, wär ich ganz umgekippt, dann ja, ich wollte halt auf Nummer sicher gehen, weil wir gleich die Absperrung für die Weihnachtsdeko machen wollen, wenn die Kollegen denn gleich kommen sollten. Aber gut. Okay, dann wünsche ich Ihnen viel Glück, gute Jo, Besinnung und einen schönen Tag noch. aktuell, tschüss, Tschüss. aktuell am Hannover, Stadtwerke. Ja, habe ich so mit. Gut, dann machen wir doch drei Folgen raus. Ciao mit V, Robin. Tschüss.